Geht doch. Bist schon ein bisschen dreist, dass sie einfach sagt, yo, töte du mal hier die ganzen Typen. Ich lauf schon mal vor, wenn du mich einholen kannst, holst du mich halt ein. Sonst ist das Pech gehabt. Tja, kann man nichts machen. Und die Waffe nehmen wir auch nochmal mit. Oder, nee, verdammt. Geh weg. Stirb. Ja, du hast ein Schwert, ich habe ein Dolch und ich vernichte dich damit. Stirb doch, du. Nun denn, ich bin beeindruckt. Ich schätze, wir sollten zusammenbleiben. In der Anzahl liegt eine gewisse Stärke. Schön, dass ihr es so seht. Wenn ich es nur nicht bedauere. So, und jetzt auf zum Visier. Ist schon ein bisschen frech, ne? Naja. Was soll man tun? Wenn wir jetzt schon einen Auf zum Visier bekommen, bin ich mal gespannt, wie lange das Spiel noch geht. Ich habe übrigens aufgegeben, Warrior Written zu spielen. Nur falls es irgendwie interessiert, was ich nicht glaube. Als der Dahaka besiegt war, begann der Prinz sein früheres Ich wiederzuerlangen. Die Verzweiflung, die ihn einst trieb, war von ihm abgefallen. Und so düster alles schien, plötzlich gab es Hoffnung. Hoffnung, dass das Land und der gemarterte Held Frieden finden würden. Aber die Schergen des Wesirs jagten ihn weiter und sie waren entschlossener denn je. Oh, wei. Entschlossene Schergen. Und safe. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Nein. Wie kommst du denn da drauf? Was? Was ist das für ein Ding? Es ist der Wesir. Was ist mit ihm geschehen? Etwas Fürchterliches. Etwas Wundervolles. Wartet! Nein! Seid froh, dass er fort ist. Ihr hättet keine Chance gehabt. Oh, wie töricht von mir. Ihr habt recht. Vielleicht sollten wir uns ergeben. Oder umkehren und die Stadt verlassen. Ich kenne eine bezaubernde Insel ein paar Tagesreisen von hier. Sicher hat sich alles geregelt, bis wir zurück sind. Wenn ihr mich verspotten wollt, dann bitte, macht weiter. Aber ihr seid so versessen auf seinen Tod, dass ihr jegliche Taktik über Bord werft. Ihr hättet sterben können. Wahrscheinlich. Aber jetzt müssen wir in den Tempel gelangen. Wir verschwenden Zeit. Das wird das Beste sein. Seht! Ich bin hier für die Insel. Was? Vielleicht siehst du diese Kreaturen nicht, aber du kannst sie hören. Ja, ganz groß. Oh, sie werden sichtbar, wenn ich sie schlage. Ganz großes Kino. Nice.
Die sind ja überall. Was geht denn? Glück. Schieres Glück. Das ist der letzte. Oh Mann. Wandattacke. Ah, gut. Wieso ist es so hell geworden? Krass. Stirb doch. Geht doch. Perfekt wie immer. Hör doch auf. So. So muss das. Spring da auch. Ich weiß nicht, ob ich mag, wie sie immer vorprescht. Keine Angst. Sie hat sich bereits als sehr hilfreich erwiesen. Das ist schön. Wann denn? Nee, jetzt mal im Ernst, wann denn? Also großartig gemacht hat sie noch nicht. Weißt du, ich habe über das nachgedacht, was Farah vorhin gesagt hat. Sie hat recht. Wie wollt ihr den Visier töten? Er ist jetzt unsterblich. Der Dolch machte ihn zu dem, was er ist. Er kann es ihm auch wieder nehmen. Ich schätze, wir werden früh genug erfahren, ob das stimmt. Immer so optimistisch. Worüber ich mich auch aufregen könnte, ist übrigens auch noch mein Internet. Die Parts würden viel regelmäßiger kommen, wenn das nicht so ätzend wäre. Aber ich brauche hier zum Hochladen eines Teils mal eine halbe Stunde, mal zwei Stunden und mal drei Wochen. Weil die Zeiten liegen ja alle so dicht beieinander. Das variiert dann irgendwie so nach ein paar Megabyte Größe. Ach du Scheiße. Ich will nicht. Geronimo. Vorsicht! Diese Kreaturen ernähren sich von Sand. Töte sie, bevor sie dir noch mehr nehmen. Jawohl. Ich habe keinen Sand mehr. Und nächster. Und zack. Feines Miezekätzchen. Feines Miezekätzchen. Feines Miezekätzchen. Feines Miezekätzchen. Zack. Oh, das ist schön. Oh, Mann. Komme ich da dran? Wahrscheinlich gar nicht herzu müssen.
Oder doch? Irgendwie ja. Eventuell. Nö. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wenn ich wackel, ich gewinnt. Perfekt. Heute ist echt Gesprächsthema, aber fällt nichts ein. Was mir noch einfach, worüber ich mich endlos lange aufregen könnte, sind Leute. Ich kann das einfach nicht ab, ich sag's schon vorher, die sich über andere lustig machen. Und dann halt nicht nur über eine Person, sondern gleich über fünf nacheinander. Ich kann sowas einfach nicht ab. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, sage ich ihm das direkt, was vielleicht auch nicht immer so der beste Weg ist, aber ich finde ein besserer, als sich einfach stundenlang über eine Person lustig zu machen. Weil dann kann sie auch nicht den Verhalten ändern. Ihr versteht, was ich meine. Ich habe das ungute Gefühl, dass ich jetzt genau während ich das gesagt habe, das Video schneiden muss. Muss den roten kriegen. Ich bin einfach so gut. Komm schon. Stirb doch, endlich. Geht doch. Du willst Krieger sein? Nein, ich nicht. Ihr habt einen neuen Sandbehälter gewonnen. Ja. Oh, nehme ich das hier, ich nehme das. Hier? Hä? Muss ich wieder da hoch. Na toll. Ja. Und auf genau so eine Stelle habe ich gewartet in diesem Spiel. Ich wurde ja lange davon verschont. Ich habe genug Sand, verdammt.